Ein schnurriges Willkommen zu Panthee spielt Albion. Wir haben zuletzt mit dem Oberhaupt des Siegelclans gesprochen. Ich habe schon wieder den Namen vergessen, auch wenn es tatsächlich nur ein paar Tage her ist. Was ich vorhabe, ist nicht... Also wir haben ja alles Angebot bekommen, dass wir in den Keller gehen können und uns Teile von unserem Hauptschiff angucken können, falls wir da noch was finden können. Das macht auch Sinn zu machen. Da findet man unter anderem eine Uhr, sodass man tatsächlich immer weiß, wie viel Uhr es ist, weil die Läden machen zu bestimmten Uhrzeiten auf und zu. Aber da sind auch Gegner. Und ich advance ein kleines bisschen noch die Story. Ich gehe jetzt direkt zum, naja, quasi König von dieser Stadt, zum Oberhaupt von den Iskai. Und wenn die eigentliche, wir sind immer noch im spielbaren Intro sozusagen, wenn die eigentliche Story begonnen hat, dann haben wir noch zwei Party-Member mehr. Und dann gehen wir zu viert in den Dungeon. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Diese Iskai sind der Traum eines Xenobiologen. In einem Moment ist ihre Ähnlichkeit mit den Menschen kaum zu fassen. Und dann erscheinen sie ihnen einem wieder völlig fremd. Stellen Sie sich nur die Konsequenzen dieses Sebai-Rituals vor. Trotz ihrer kurzen Lebensspanne haben die Iskai quasi die Unsterblichkeit vor Augen. Was mich außerdem verwundert hat, ist, dass das Metall unseres Shuttles einen so hohen Wert auf einer so rohstoffreichen Welt hat. Wahrscheinlich haben die SKI einfach den Abbau so noch gar nicht perfektioniert. Entschuldigen Sie meinen Enthusiasmus, aber sehen Sie sich das riesige Gebilde dort hinten an. Es ist eine Art Pumpe und funktioniert ohne mechanische Teile. Ich glaube, man ist im Haus recht stolz auf diesen Brunnen. Das hier ist der Brunnen, den er gemeint hat. So. Was haben wir denn hier? Ist das vielleicht? Anschauen. Jawohl, das ist Fleisch, das nehmen wir doch mal direkt mit aufnehmen. Ich muss die Maus im Spiel eine Stufe, eine empfindliche Stufe niedriger drehen und mein Tastatur mal ein ganzes Stück nach links legen, weil ich ja gewohnt bin, mit der linken Hand zu spielen und das ja nicht WSD, sondern die Pfeiltasten sind, die auf der Tastatur rechts sind, muss ich die Tastatur nach links tun. Riechen Sie nur diese Gerüche, Driscoll. Das muss die Küche sein. Hier kommt also dieses höllisch scharfe Zeug her, mit dem sie uns aufgepäppelt haben. Ich liebe pikante Küche. Wir können nicht sagen, dass es uns geschadet hätte. Sie mussten ja auch nicht wochenlang in einen Eimer... Nun lassen wir das. Da haben wir dann hier die Küche. Zum Beispiel hier Früchte. Mit eventuell zählt das als Ration. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist eine Kiste, mit der man nicht interagieren kann. Und dann hier eine schöne Feuerstelle, über der gegrillt wird. So, wie gesagt, wir geben uns jetzt schnurstracks zum Ausgang. Sofern wir noch wissen, wo der ist. Das hier müsste der... Nein, das ist nicht der Raum zum Keller. Also können wir auch nochmal alles mitnehmen, was wir finden. Und drei Fackeln. Nochmal eine kleine Axt, die nochmal einen Schadenspunkt mehr macht. Dann gucken wir bei ihm, dann kann er die hier nehmen. Dann haben wir ein Iskai-Messer, das wahrscheinlich so gut wie keinen Schaden macht. Und einen Zweistich. Da sieht man, der macht 6 Schaden. Und wenn wir jetzt hier nochmal gucken, untersuchen, die unterscheiden tatsächlich nur zwischen Nah- und Fernkampfwaffe. Das bedeutet, die sind alle gleichwertig. So. So. Und einmal so. Übrigens auch, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Noch was hier rein. Hier sieht man, jetzt ist in der Truhe was drin und jetzt ist die Truhe leer. Also auch das wird in dem Spiel berücksichtigt. Ich mag eben, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt bei diversen anderen Spielen, ich mag einfach diese Kleinigkeiten. So, hier ist noch was. Hier ist noch eine Lederkappe. Die kann der Tom... Nein, die kann der Tom nicht aufziehen, denn die können scheinbar nur Iskai tragen. Schauen wir nochmal rein. Die können nur eine Krieger- und eine Gikas-Magerin tragen. Die Früchte zählen wohl nicht als Rationen, ansonsten wären sie hier gelandet. Die Fleischbrocken brauchen wir noch. Und Seile kann man auch immer gebrauchen. Ein Stilett, das können wahrscheinlich auch nur Iskai tragen, steht ja schon im Namen, genau. Und ein Dolch, den wahrscheinlich auch nur Iskai tragen können. Nein, den kann jeder tragen. Aber, ach, jetzt hätte ich gleich, ist ja im gleichen Fenster, der macht nur 2 Schaden. Von daher bleibt der hier. Ja, wir nehmen ihn mit wegen Geld. Ah, vielleicht kann ich die Früchte auch verkaufen. Stimmt. So, ich will den aber nicht alles ausräumen, was irgendwo rumliegt.
Aber die Truhen und Kisten, da sind wir Rollenspieler. Das ist die Tür, die mit einem Schloss versehen ist. Und da haben wir ja den Jägerclan-Schlüssel bekommen. Und machen die Tür auf. Das hier ist jetzt der Gang in den Keller, wo dann die... Na komm, die Schiffsteile sind. Tatsächlich, wenn wir da jetzt runtergehen, passiert erstmal gar nichts. Das ist nämlich einfach noch eine zweite Ebene vom Dings, vom Haus. Das habe ich mir gedacht. Und die leere Flasche können wir wahrscheinlich auch verkaufen. So. Sollen wir langsam mal gucken. Ja. 20. 15 rüber. So. Dass der auch was hat. Genau. So. Also ich kann tatsächlich schon runtergehen. Nein, das ist tatsächlich... Ich dachte, da ist noch ein zweites Stockwerk unten runter. Gut zu wissen. Dann war das ein anderes Haus, was ich im Kopf hatte. Weil das, dieser 3D-Ansicht, dieser Dungeon, aus dem ich eben rückwärts wieder rausgegangen bin, ist genau das, wo dann auch die Gegner kommen. Und da wollen wir dann tatsächlich... So, hier müssen wir einmal um den Baum rum und dann von unten. So. Dann wollen wir natürlich auch unsere zwei anderen Party-Member haben, die wir noch gleich kriegen werden. So, dann gehen wir also aus dem Haus und gehen in Richtung Stadtoberhaupt. So, das Schöne ist, das haben wir natürlich gleich angesprochen, Tom und Rainer werden von einem Iskiai in einer Art Kampfausrüstung angesprochen. Zarima, Besucher unserer Stadt. Ich komme ja gerade rechtzeitig. Wie ich sehe, seid ihr vor einer Runde... Wie ich sehe, seid ihr von euren Wunden genesen. Ich möchte euch im Namen der Sebaina, der Ratsvorsitzenden, in Yirina willkommen heißen. Die Sebaina lässt euch zu einem Gespräch mit ihr bitten. Sie ist im Ratsgebäude zu finden, dem Gebäude in der Mitte der Stadt. Es ist umgeben vom Fluss und durch seine Größe nicht zu verfehlen. Die Sebaina ist zu fast jeder Stunde des Tages im Ratsgebäude. Ihr könnt sie jederzeit aufsuchen. Wenn ihr es allerdings wünscht, kann ich euch sofort zu ihr führen. So, das machen wir natürlich auch, ja. Der Iskai macht sich auf den Weg zum Ratsgebäude. Tom und Rainer haben Mühe, mit der Geschwindigkeit seiner langen Schritte mitzuhalten. Aber bald erreichen sie das Regierungsgebäude der Stadt und treten ein. Diese Tür führt zum Raum des Oberhaupts der Stadt, der Sebaina Yanis. Ich werde mich nun von euch verabschieden. Bei dieser Sebaina scheint es sich um die Chefin hier zu handeln. Bin gespannt, was sie von uns will. Da gucken wir mir das Schild an. Auf dem Schild steht Arbeitsraum der Sebaina Yanis, Oberhaupt Yirinas. Tür aufmachen und da ist sie. Sie sitzt auf ihrem Thron. Zarima, fremde Besucher. Ich freue mich, dass ihr euch von euren Wunden erholt habt. Mein Name ist Yanis. Ich bin die Sebaina von Nakiridani und die Vorsitzende des Rates. Während meiner Amtszeit bin ich dafür... Ich sollte ein Stückchen im Voraus lesen, bevor ich rede, oder etwas langsamer lesen. Während meiner Amtszeit bin ich damit für das Wohlergehen unseres Volkes verantwortlich. Obwohl euer Fahrzeug euch fast getötet hat, sind die Schilderungen der Jäger über euer Erscheinen sehr beeindruckend gewesen. Mir war nicht bekannt, dass es solch mächtige Magie gibt. Deshalb habt ihr sicher Verständnis dafür, wenn ich so schnell wie möglich das Gespräch mit euch suche, um mehr über euer Volk und seine Absichten zu erfahren. Tom wechselt einen Blick mit Rainer Hofstädt und beginnt zu sprechen. Ich sehe keinen Grund, euch nicht offen den Grund unseres Hierseins darzulegen, Sebaina Yanis. Zuerst müsst ihr wissen, dass mein Volk eine technische Entwicklungsstufe erreicht hat, die es ihm erlaubt, zwischen den Planeten zu reisen. Tom berichtet über alle Ereignisse, oftmals durch Fragen Yanis unterbrochen. Schließlich endet Tom mit der Landung des Shuttles auf Nakiridani. Eine erstaunliche Geschichte, Tom Driesgol. Die Macht der Maschinen eures Volkes ist ehrfurchtgebietend, obwohl sie offenbar nicht frei von Fehlern sind. Zumindest erklärt das die Anwesenheit von euch Menschen hier. Ich hätte sonst nie für möglich gehalten, dass ihr von einer anderen Welt stammt. Ihr habt sicher Verständnis dafür, dass wir so schnell wie möglich zu unserem Schiff zurückkehren wollen, auch um unsere Erfahrungen hier weiter zu vermitteln. Wir wissen nicht, wo auf der Welt die Toronto niedergegangen ist, aber ich schätze, die Nachricht wird sich herumsprechen, wenn so eine riesige Maschine landet. Ich bin gerne bereit, euch den Weitertransport zur nächsten Insel zu ermöglichen. Vielleicht hat man dort etwas von eurem Weltenschiff gehört. Natürlich bin ich auch daran interessiert, dass ihr euer Ziel erreicht, um zu unterstreichen, dass dies beileibe keine leblose Welt ist. Seid unbesorgt.
Schließlich sind die Menschen an Bord unseres Schiffes nicht blind. Außerdem liegt mir offen gesagt an guten Beziehungen zu einer anscheinend so mächtigen Kultur wie der euren. Lasst mich euch also einen Vorschlag machen, Tom und Rainier. In 2 Tagen gibt es hier im Palast eine Feier in kleinem Rahmen. Der Anlass ist die Volljährigkeit eines Ururenkels von mir, der damit in die Gesellschaft der Erwachsenen eingeführt wird. Am Tage nach der Feier wird alles für eure Abreise bereit sein. Was meint ihr dazu? Wir sind überrascht von eurer Großzügigkeit, Seebeiner. Da hat er nicht die ganze Zeile runtergescrollt. Wir sind überrascht von eurer Großzügigkeit, Seebeiner Janis. Selbstverständlich nehmen wir euer Angebot dankend an. Bestens. Nutzt doch diese 2 Tage, um die Stadt und unser Volk näher kennenzulernen. Ich würde euch allerdings nicht empfehlen, die Stadt ohne Begleitung zu verlassen. Die Wälder können sehr gefährlich sein. Möchtet ihr vielleicht über sonst noch etwas mit mir sprechen? Natürlich wollen wir über sonst noch etwas mit dir sprechen. Zum Beispiel, wohin sollen wir gehen, um eure Kultur kennenzulernen? Nun, ihr solltet zum Beispiel unbedingt mit den Oberhäuptern zweier unserer wichtigsten Gilden sprechen. Akir von der Gilde der Difat, die man auch die Former nennt. Das Gildenhaus liegt im nordwestlichen Viertel der Stadt. Und mit Fasir, der die Magiergilde der Dikas leitet. Ihr findet ihn im Dikas Gildenhaus im Südwesten der Stadt. Aber auch Gespräche mit anderen Leuten werdet ihr unser Volk kennenlernen. Irgendwie ist Lesen und Sprechen gerade nicht einfach für mich. Nochmal den Satz. Konzentration. Ich trinke erstmal einen Schluck. Da ist nämlich viel, viel Koffein drin. Eine zuckerfreie Fritz-Cola. Aber auch durch Gespräche mit anderen Leuten werdet ihr unser Volk kennenlernen. Nun, könnt ihr mir was über den Rat sagen? Ich glaube, das kennen wir schon. Ja. Hier ist einfach nur der oder sie und dann bin ich. Es ist einfach nur die Form ausgetauscht. Das ist tatsächlich das Gleiche. Ich klicke ganz schnell nochmal durch, da wird nochmal das Ritual erklärt. Weil, wie gesagt, manchmal kommen da Informationen, die man noch nicht hat. Außerdem sehen wir dann gelb aufleuchten, wenn es neue Informationen gibt. Danke für das Gespräch. So, dann wollen wir doch mal wieder. Dann gucken wir uns mal hier in dem Gebäude um. Tatsächlich, wenn ihr guckt, hier gibt es jetzt nur Hauptmenü. Also wir können hier weder rasten, noch können wir... Hallo du. Sarima, entschuldigt mich. Die Seebeinahe hat mir etwas aufgetragen, was keinen Aufschub duldet. Also, wir können nicht mit jedem reden. Ist vielleicht auch besser, dann nerv ich euch nicht ständig mit Dialogen. Das wird nämlich sowieso noch genug passieren. So, was ich sagen wollte, ist, wir haben hier keine Karte und wir können nicht rasten. Das können wir immer nur in der 3D-Ansicht. Beziehungsweise die Karte haben wir nur in der 3D-Ansicht. Ich glaube, das Rasten geht auch in 2D-Karten, aber nicht überall. Okay, hier ist tatsächlich nichts mehr. Jetzt geht das mit dem Wasser wieder los, weil hier die Pumpe ist. Das ist kein Klo, das ist... Mal schauen. Das enorme Gebilde scheint eine Art Sitzmöbel zu sein. Es wirkt pflanzlich und ist offenbar gewachsen. Die Oberfläche ist weich und elastisch. Das sind wohl Wartesitze oder so. Aha, hier ist ein... Mal reingehen, so. Da ist nichts. Da können wir manipulieren. Da ist noch ein bisschen Geld drin, das nehmen wir natürlich an uns. Das kriegt Rainer mal. So. Und dann in die Kommode gucken. Können wir auch. Die braucht ein Schloss. Gucken wir mal, ob der Jägerkannschlüssel passt. Nehme ich an nicht. Genau, vielleicht kriegen wir sowas wie einen Dietrich oder so. Dann ist hier wohl eine Wache. Zarima, Besucher des Rates. So, dann schauen wir mal hier noch. So, damit lassen wir quasi diese Person frei, weil diese KI einfach randommäßig hin und her läuft. Zarima, ich gehöre dem Ratskreis für Flusswirtschaft an. Ich glaube nicht, dass wir etwas zu besprechen haben. Okay. So. Da ist auch nichts drin. Schauen wir mal hier unten.
können auch hier gucken, was das ist. Das ist ein Schreibstift zum Beispiel. Und nebendran liegt ein anderer Schreibstift. Das sind also viele Schreibstifte. Das andere sind irgendwelche Blöcke oder so eindeutig. Liegen hier also durcheinander. Wohl, weil hier viel geschrieben wird. Das ist schließlich im Ratsgebäude. So, jetzt... Ach ja, genau. Ist das jetzt ein Löffel oder... Das ist Besteck. Ja, das wird wohl ein Löffel sein dann. Die Kiste ist auch verschlossen, nur die Kommode. Okay, ich würde sagen, wir kommen dann einfach nochmal wieder. Wir erkunden jetzt einfach die Stadt und kommen dann einfach nochmal wieder, wenn wir wissen, ob wir irgendwie Dietriche oder so kriegen. Wir haben ja schließlich zwei Tage. Ja, genau, ich wollte eigentlich auch... Ah, ich gegen die Tür muss ich einfach nur gegenlaufen. So, dann schauen wir mal auf die Karte. Wenn wir jetzt hier auf die Karte gucken, sehen wir... Können die Karte nicht... Doch, ah, so ist kurz die Karte gemacht. Wir waren schon hier, da ist das Haus des Südwind-Clans. Und hier unten sind wir jetzt. Und wir gucken wohl eindeutig nach Süden. Weil hier ist ja diese Brücke. Ja, diese Brücke hier. So, jetzt wurde auch hier die Wegmarkierung auf die Karte gesetzt. Ich gehe jetzt hier einmal rum. Und die Stadt hat ein ziemlich einfaches Layout. Die ganzen Drehungen machen einen ein wenig dizzy. So, ich möchte aber hier einfach die Karte ausfüllen. So. Also jetzt können wir zum Beispiel warten. Rasten können wir nicht. Rasten konnten wir eben im Haus des Südwind-Clans wahrscheinlich, weil wir deren Gäste sind, würden wir dann quasi ins Bett gehen, wenn wir auf Rasten drücken. So. Ja, also mal hier die Brücke. Und hier sehen wir schon, das ist der Ausgang von der Stadt. Da wollen wir nicht hin. Ja, sehen wir hier dann auch, sind zwar auf. Das ist hier eine offene Tür. Hier sehen wir glasartige Fenster. Aha, diese Gebäude sind scheinbar nicht gewachsen. Und was haben wir hier? Das ist eine verschlossene Tür. Müsste jetzt auf der Karte auch als verschlossen angezeigt werden. Genau. Und wie man hier sieht, ist es nicht jedes alles offen. Hier ist tatsächlich noch eine offene Tür, da können wir noch rein. Aber wenn man schaut, hier ist zum Beispiel das Symbol für Kneipe. Und die offene Tür, mit der wir in die Kneipe rein können. Und das ist dann hier. Auf dem Schild kann man lesen: Zirr und Viris Haus der Winde. Öffentliches Haus. Und es wird sofort die Wegmarkierung gesetzt. Und da sind wir schon in der Kneipe. Jetzt können wir hier also durchlaufen. Gut, okay, aufs Klo wollte ich jetzt nicht gehen. Mal, ob wir hier vielleicht noch was Leckeres zu essen abstauben können. Hier ist der Verkaufstresen. Und dann sprechen wir mal die Person hier an. Zarima, willkommen im Haus der Winde. Was kann ich für euch tun? Und wir könnten einmal hier übernachten oder wir könnten hier etwas essen. So, und dann will ich einfach aus der Föderation wegkaufen können. Ich guck mal für die Kosten. Eine Ration kostet ein halbes Goldstück. Die Übernachtungsmöglichkeit kostet 2,4 Goldstücke. Gut zu wissen. So. Und dann sind hier irgendwelche Kisten und so. Da können wir natürlich nicht rein. So. Jetzt möchte ich mal gucken, ob ich euch einen Trick zeigen noch kann. Genau, ich kann normalerweise nur bis hierhin interagieren. Jetzt warten wir, bis die weg ist. Aber wenn ich jetzt hier drauf zulaufe... Jetzt habe ich natürlich so langsam. Ja, jetzt. Dann kann ich ein Feld weiter agieren. In die Richtung, in die ich gelaufen bin. Das kann man tatsächlich verwenden. Man kann dabei bei manchen Händlern ein bisschen klauen und das wird vom Spiel einfach nicht erkannt. Weil die Entwickler gedacht haben, dass man da einfach gar nicht drankommt. Deswegen haben sie da gar nicht irgendwie eine Erkennung eingebaut. Ob man, also wir müssen jetzt wohl hier nach Süden gucken, ob man da was klaut. Dann gucken wir mal, hier war irgendwo noch eine Tür eingetragen. Okay. Müsste hier einfach in der Wand irgendwo sein. Hier, da ist ein Glück. Hier sieht man auch schon, die Grafikqualität ist nicht sonderlich hoch. Alle werden müde. So. Dann gehen wir mal wieder durch die Tür zurück. So, und auch hier die Tür ist einen ganzen Block breit. Ne? Wenn man hier guckt, hier sind zwei... Eigentlich zwei Türen. Das liegt einfach daran, weil das ganze Spiel immer in diesen Feldern denkt. Und die Tür ist ein ganzes Feld groß. So, jetzt gucken wir mal, was das, ob wir hier irgendwie sehen, was dadurch passiert, dass wir müde werden. Nein, sehen wir nicht. Okay.
Ich nehme tatsächlich an, dass wir jetzt dadurch auch schwächer kämpfen würden und so. Dann gehen wir mal schlafen. Ich würde sagen, wir gucken mal hier oben im Haus des Südwind-Clans, ob wir da nicht schlafen können. Da ist die Brücke. So, ist hier noch ein Haus. Und sehen die Webmarkierung. Das ist die Kunst des Kampfes, 8. bis 19. Stunde. Und da sehen wir schon, dass wir die Uhren brauchen. Und hier sieht man auch, alle gucken uns immer an, egal in welche Richtung sie kommen, sie laufen. Das liegt einfach an dieser Billboarding-Technik. Es gibt einfach ein Bild, das ist animiert und das guckt immer in unsere Richtung und das wird einfach in der 3D-Welt bewegt. Das hat einfach damals die ganzen 3D-Berechnungen stark vereinfacht. Man hat damals keine 3D-Modelle von Objekten gehabt oder hat die höchstens dann eben in ein 2D-Bild gerendert. So, ich will es tatsächlich einfach nur noch... Genau, dass auch die Gesichtskarte auch ausgefüllt wird. So, hier ist noch ein Haus. Das ist Snirz, Haus der Waffen. Willkommen von der 10. bis zur 20. Stunde. Gehen wir mal rein. Das ist jetzt zum Beispiel eine von den Stellen, wo man klauen kann. Hier irgendwie Sachen am Rand. So, und dann sprechen wir Snirz mal an, denn wir haben ja... zeigt uns eine Auswahl der Stücke. Jetzt können wir nämlich hergehen und können zum Beispiel diesen... Stich, der ja recht schwach ist, verkaufen. War das Rechtsklick? Verkaufen, genau, Rechtsklick. Da kriegen wir ein bisschen Gold für. So. Das Iskai-Stelett und die Lederkappe, die behalte ich mal, genauso wie das Schild, weil wir werden ja Iskai in unsere Party kriegen, das weiß ich ja. So. Aber die Waffen hier sind alle recht schwach. So. Und das... Hey, jetzt hat er keinen Lagerplatz mehr. Jetzt kauft er nichts mehr, weil hier alle Felder voll sind. Gut, dann schauen wir mal, ob wir uns schon bessere Waffen kaufen können. Hier gibt es tatsächlich natürlich nur Iskai-Waffen erstmal. Gucken wir mal, ob das Iskai-Schwert... Das kann nur von einem Krieger genutzt werden. Und dann ist hier der Bogen. Den kann tatsächlich jeder verwenden wieder. Das ist der Grund, warum ich früher zum Beispiel immer hergegangen bin und habe Rainer nach hinten gestellt und den Bogen benutzen lassen. Natürlich muss man für den Bogen auch Pfeile kaufen. Und wenn man keine Pfeile mehr hat, kann man nicht mehr schießen. Und wir haben natürlich nicht genug Gold für irgendeinen Bogen oder so. Aber wir haben jetzt schon mal ein bisschen Gold gekriegt. So. Was wir machen können... Nee, ich will jetzt hier nicht klauen. Ja, alle werden müde. Die Meldung kommt jetzt einfach immer wieder, bis wir geschlafen haben. So. Das müsste das Haus des Jägerclans sein. Ja, wo, Südwind-Clans, ja, das ist ja der Jägerclan. So. Ach, da muss ich jetzt wahrscheinlich den Schlüssel verwenden. So. Und jetzt sind wir wieder hier und hier konnten wir, genau, hier konnten wir rasten. Und zwar für 8 Stunden, was uns heilt und eben dieses Müdigkeitsfleck entfernt. So, jetzt ist es wieder dunkel, Übersichtskarte. Also hier war der Waffenschmied, hier ist der Kampftrainer und dann gehen wir jetzt mal hier so durch. Das ist die Tür, dann müsste hier der Norden sein. Genau, hier so durch. Irgendwann hat man dann wieder ein Gefühl dafür, wo Sachen sind. Und da ist das Gildenhaus der Tiefahrt. Dann gehen wir doch einfach mal rein. Zarima! Ah, ihr seid die Gäste des Jägerclans, von denen ich schon viel gehört habe. Ich heiße euch im Gildenhaus der Tiefahrt willkommen. Möchtet ihr euch gerne einige Beispiele der Kunst unserer Gilde anschauen? Ja, wir würden gerne eine kleine Führung bekommen, Alice. Nun, dann folgt mir bitte. Der Ostflügel, wo wir gerade sind, ist nämlich zur Präsentation des Könnens der Tiefahrt erbaut worden. Schauen wir mal, was die so alles bauen können. Sehr beliebt bei größeren Familien sind diese Sitzmöbel. Auch sie bestehen aus lebendem Pflanzengewebe. Die Oberfläche ist weich und elastisch. Wenn sie beschädigt wird, wächst die betroffene Stelle von selbst wieder zu.
Hier seht ihr ein Becken, in dem wir die Abwässer eines Hauses, eingeleitet durch Rohrsysteme im Boden, sammeln. Die Pflanzen darin reinigen das Wasser, bevor es durch ein unterirdisches Kanalsystem dem Fluss zurückgegeben wird. Das ist eine pflanzliche Kläranlage. Dies ist eine Toilette, gebildet aus einer riesigen Pflanze. Die Pflanze verarbeitet die Fäkalien schnell und fast ohne Geruchsbelästigung. Man muss nur darauf achten, dass sie bei den regelmäßigen Düngungen nicht zu groß wird. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne noch den Brunnen des Hauses anschauen. Ein begehrtes Objekt in größeren Clanhäusern. Ihr findet ihn im Südteil des Gebäudes. Ich lasse euch nun alleine unser Gildenhaus erforschen. Vielen Dank für eure Führung, Alice. Ihr habt sicher Verständnis dafür, dass wir euch keines der Werke eurer Gilde abkaufen können. Hihi, ja, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht solltet ihr doch ein paar Worte mit unserer Gildenleitung wechseln. Ihr befindet die betreffenden Personen im Nordteil des Gebäudes. Lebt wohl! So. Dann haben wir hier einen schönen Kreis und dann sehen wir, im Norden ist die Leitung, im Osten der Demonstrationsflügel, im Süden ist ein eigener Bereich nur für diesen Brunnen und im Westen der Lehrbereich. Gucken wir uns noch mal den Brunnen, denn wir kennen diese Art von Brunnen schon. So, was hier ist, ein kleiner, das wird wahrscheinlich eine Badewanne hier sein oder so. So, weil da ist nämlich eine Fellbürste oben. Hier gibt eine Fellbürste und ein Handtuch. So, und hier ist eben der besagte Brunnen mit nochmal einer kleinen Badewanne. Hier sind auch nochmal Ausgänge. Das erkennt man daran, dass die Karte nicht weiter scrollt. Also versucht ja immer, unsere Party in der Mitte zu halten. So, dann schauen wir mal weiter. Jetzt kommen wir in den Lehrbereich. So. Und im Lehrbereich sind natürlich auch irgendwelche Kisten, die sind natürlich auch geschützt mit Schlössern. So, schauen wir mal. Das ist tatsächlich eine Person, mit der man reden kann. Zarima! Okay, was ist euer Beruf? Ich bin Dra Djefad und lerne gerade, wie man Wände wachsen lässt. Was wisst ihr über Wände? Das gehört zu den Grundkenntnissen unserer Gilde. Nicht besonders aufregend, aber bald komme ich zu den kunstvollen Dingen wie Dachkuppeln. Könnt ihr mir was über Dachkuppeln sagen? Wie gesagt, das gehört zu den Grundkenntnissen unserer Gilde. Okay, der gleiche Text für Wände und Dachkuppeln, das ist schade.